Heute am Hochfest aller Heiligen richten wir unseren Blick hier in Würzburg in die Kuppel der Neumünsterkirche mit dem wunderbaren Fresko von Nikolaus Stuber. Das Fresko zeigt, die Kuppel schließt die Kirche nicht ab, sondern durch die Kuppel leuchtet der Himmel gewissermaßen in diese Kirche hinein, in die Welt hinein. Der Himmel steht uns offen. Das ist die erste Botschaft des Hochfestes aller Heiligen. Eine wichtige Botschaft, vor allem wenn wir mit den irdischen Angelegenheiten der Kirche befasst sind, wenn wir aufgehen in organisatorischem, wenn wir aufgehen in den Fragen nach Strukturen, immer wieder neu den Blick nach oben zu richten und zu wissen, der Himmel steht uns offen. Ein zweites, was uns dieses wunderbare Fresko von Nikolaus Stuber sagt: Der Himmel, der ist nicht kalt, nicht leer, sondern der Himmel, der ist bevölkert. Da sind Menschen in einem warmen Licht, in einer wunderbaren Harmonie, in einer Gemeinschaft. Es ist die Gemeinschaft derjenigen, die uns im Glauben vorausgegangen sind und die genauso zur Kirche gehören wie die hier heute Lebenden. Wir sind eine große Gemeinschaft, über den Tod hinaus miteinander verbunden. Und ein drittes: Die Heiligen, die wir heute verehren, sind genau die Menschen, die den Himmel auf Erden offen gehalten haben und die deshalb im Himmel verherrlicht sind. Es waren diejenigen, die geglaubt haben, dass es möglich ist, hier auf Erden einander den Himmel zu bereiten und nicht die Hölle. Es waren Menschen, die eine Hoffnung in sich getragen haben, die gegen alle Widerstände es ihnen erlaubt hat, für das Reich Gottes zu leben und sich dafür einzusetzen. Es waren Menschen, die in ihrer Liebe den Hass überwunden haben, bis hin zur Bereitschaft, das eigene Leben hinzugeben als Märtyrer, um einzustehen für den Glauben an Jesus Christus. Aller Heiligen ist die Einladung, dass auch uns der Himmel offen steht. Die Heiligen warten auf uns, sie sind gewissermaßen, so wie sie hier in konzentrischen Kreisen um den Mittelpunkt, das Geheimnis der Dreifaltigkeit angeordnet sind, die Quelle des Heiles, sie sind für uns so etwas wie eine Himmelsleiter und sie warten auf uns und sie reichen uns als Vorbilder und als Fürsprecher immer wieder eine helfende Hand in den Kämpfen unseres Lebens und unseres Glaubens. Sie sind Zeichen der Hoffnung für unseren Weg. Die barocke Deckenmalerei, Illusionsmalerei, alles nur Illusion oder schöner Schein? Der Glaube sagt uns etwas anderes. Dieses Deckenfresko zeigt, was die Wirklichkeit ist hinter der irdischen Wirklichkeit. Der Glaube weiß um die Vollendung des Lebens in Gott. Alle Heiligen, die Einladung und Aufforderung selbst, heilig zu werden im Blick auf den geöffneten Himmel und die Einladung einzutreten in die Gemeinschaft der Lebenden bei Gott, in die Gemeinschaft der Freude, der Harmonie und der unendlichen Liebe Gottes. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Fest aller Heiligen.